Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Digimon World 1. Oh, unser Greymon hat Hunger. Okay, dann geben wir den zuerst mal was zu futtern. Er soll ja nicht unglücklich werden. Aber ich glaube, so ein kleines Steakchen hier oder was wir gegeben haben, reicht Greymon nicht genau. Wir müssen ihm noch mehr Fleisch geben. Immer noch Hunger? Ja, da geben wir ihm mal einen Hüftstick. Mal gucken. Bist du glücklich, Greymon? Super. Ja, und dann geht es hinaus. Und wir gehen zum Bohrtunnel, wollten wir. Moment, bevor wir das machen. An diesem Tag weiß ich gar nicht, ob wir da unsere Ration schon abgeholt haben. Haben wir schon. Wir könnten was kaufen. Aber das ist recht teuer, oder? Mal gucken. Ah, 4597. Naja, es geht also. Ich würde mal sagen, nein, wir kaufen uns hier nichts und gehen mit Greymon zum Bohrtunnel. Und natürlich versuchen wir, den Kämpfen auszuweichen. Wenn es nicht klappt, ja gut, ist jetzt nicht weiter dramatisch, aber... Naja, man muss es nicht unbedingt machen. So, Greymon. Ab zum Oh. Ein Glückspilz war das doch, oder? Ja, genau. Die sind sehr cool. Damit kann man das Glück... Also, kann ich auch mal zeigen. Nahrung erhöht Glück ohne Risiko. Das heißt, Glück müsste, glaube ich, das obere sein, ne? Naja, auf jeden Fall erhöht das eins von beiden und das ohne, dass das andere geschwächt wird. Und zwar richtig viel wird das sogar erhöht. Also ist gar nicht mal verkehrt. Okay. Ab zum Bohrtunnel. Ah, Greymon gefällt es hier drin, ne? Okay. Oh, gucken wir mal hier rein. Drimogemons Wohnbereich. Okay. Ah, da ist Drimogemon. Es ist heiß. Tu was. Was ist denn los? Es ist zu heiß. Ich halte es nicht aus. Oh oh. Grimogimon. Sound Champion Level, also genauso wie Greymon. Sollten wir aber hinkriegen. Yo. Und so viel Leben hat er gar nicht. Autsch. Na los, ja, er hat die Bombe geworfen, 407. Mist. Grimogemon ist ganz schön flink, könnte man sagen. Ich glaube, da bringt diese Mega... Ich glaube, diese Mega-Bombe bringt da nicht viel. Aber er macht sie doch, das ist gut. Yo. Ja, Greymon? Nein, nicht Megaflamme, oder? Doch. Ja, das war schon. Lol. Wie cool. Ja, 100 Bit Dynamo, neu. Cool. Die Hitze hat mich ganz irre gemacht. Ich weiß ja, dass es heiß ist, aber so schlimm? Es wird heißer, je weiter wir graben. Der Tunnel liegt in einem Vulkan. Aber das kann nicht der einzige Grund sein. Vielleicht ist er
Vielleicht ist in der Nähe ein Feuer. Okay. Ich habe keine Wahl. Ich muss die Hitze ertragen und weitergraben. Ich sehe mich mal um. Es wäre so schön, wenn der Tunnel durchginge. Du bist aber nett. Ich beeile mich und grabe den Tunnel weiter. Okay. Oh, 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 oh. Greymon muss aufs Klo. Schaffen wir das noch aufs Klo? Ich hoffe mal. Wisst ihr was? Ich nehme Autopiloten. Das geht vielleicht schneller. Ich hoffe, er geht nicht aufs Klo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nicht aufs Klo gehen, bitte. Jetzt kannst du aufs Klo gehen. Gott sei Dank. Wir dürfen nämlich kein Mal, dass er dahin macht. Das wäre ein bisschen blöd. Denn es kann dann sein, dass wir die schwarze Digitation bekommen. Und die möchten wir nicht. Wir möchten die richtige Ultra-Digitation. Und da wäre es schlecht, wenn der da hinmachen würde. Wollten wir mal kurz was gucken. Zwei haben wir noch Autopiloten. Ja, es geht. Also, wir gehen jetzt nochmal zum Bohrtunnel. Er hat ja jetzt gemacht. Und beim nächsten Mal, wenn wir einen Autopiloten einsetzen, müssen wir halt dran denken, dass wir neue kaufen. Sollte aber machbar sein. Eingang zum Bohrtunnel. Schon wieder. Also, Drimogemon ist jetzt weg. Was haben wir da eigentlich bekommen? Irgendwas hat man doch da bekommen. Da. Ein Dynamo. Das kann er sogar annehmen. Cool. So, pass auf. Dann machen wir mal die weg. Machen wir mal Dynamo dahin. Und den dahin und dann mal gucken. Was das ausmacht, der Dynamo. Kann ich mir jetzt nichts vorstellen unter der Attacke. Vielleicht war das die, der Drimogemon ja gemacht hat. Mal gucken. Auf jeden Fall sollen wir jetzt erstmal gucken, ob hier irgendwie ein Feuer oder so ähnlich ist. Und das machen wir natürlich. So, gehen wir erstmal geradeaus runter? Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Bohrtunnel 2UG. Aha. Okay, hier kommen wir nicht weiter, oder? Doch, hier geht's lang. Es sah ihm zu komisch aus. Heute werden wir noch graben. Morgen werden wir noch graben. Es macht so viel Spaß. Es wird ziemlich lange dauern. Reißt noch ein bisschen herum. Okay, also hier können wir nichts mehr machen. Dann gucken wir mal in den anderen Tunnel nach. Ja, aufpassen, dass man die nicht anquatscht. Da sind immer drei Stück gleich, das ist ein bisschen schwer. Geht aber eigentlich. Apropos schwer, ja, hatte ich mir fast gedacht. Wir nehmen erstmal eine kleine Heildisk. Und Mana könntest du auch noch gebrauchen, ne? Ja. Also einmal geht auf jeden Fall. Super Greymon. Nun geht's weiter. Gucken wir mal. Der Tunnel ist noch nicht geöffnet. Bitte geh aus dem Weg. Entschuldigung, wann wird der Tunnel denn fertig? Keine Ahnung, aber es dauert noch ein Weilchen. Das ist zu lange. Können wir nicht mit anpacken? Willst du uns den Spaß verderben? Naja, du könntest Geröll wegräumen. Wo liegt der denn? Okay. Ich habe den Schutt abgetragen. Du kannst ihn rausbringen. Okay. Es ist Knochenarbeit. Ich vollen Rundgang? Verstehe ich nicht.
Das wird die Tunnelarbeiten beschleunigen. Ich verdiene Geld und trainiere dabei. Okay. Geröllfuhr, stell mit X die Geröllkarre vor den Schutt, lade den Schutt draußen ab. Sagt Rimogemon Bescheid, wenn du eine Runde herum hast. Okay. Dann machen wir das mal. Okay, Greymon. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber wir müssen halt den Geröll wegschaffen, damit der Drimogemon da weiter buddeln kann. Ist ja jetzt eigentlich nicht schlimm. Man muss hier nur immer, wie gesagt, aufpassen, dass man nicht gegen die kämpft. Ansonsten geht es eigentlich. So. Greymon, bring mal Schippe 1 weg. Geröll weggeschafft. Super, Greymon. Also er hat gesagt, wir sollen nach jedes Mal wegbringen, ihm Bescheid sagen, das können wir machen. Weiß zwar nicht, ob wir das nach dem Berg machen sollen oder nach dem Geröllhaufen. Aber wir werden es einfach mal machen und dann mal gucken, was passiert, ne? Auf jeden Fall fühlt sich Greymon hier wohl. Das ist das Einzige, was zu sagen ist. Danke für deine Hilfe. Hier ist dein Lohn. 500 Bit für die Arbeit erhalten. Leben um 50 gestiegen, Angriff ist um 5 gestiegen, Abwehr ist um 5 gestiegen. Ah, müssen wir ihn nochmal ansprechen. Hilfst du beim Geröll wegräumen? Ja, klar, können wir nochmal machen. Ich weiß zwar nicht, ob der irgendwann weg ist, der Geröll-Dings hier, der Haufen, aber wir machen das vielleicht noch ein, zwei Mal. Es gibt immer so ein bisschen Geld. Und dann mal gucken. So, Greymon. Schippe 2 bitte weg. Geröll ist weggeschafft, super. Ah, nicht anvisieren, danke. Wäre schlecht, wenn wir da gegen die kämpfen müssten. Besonders, weil die ja immer wieder kommen, also da muss man echt schon aufpassen. Runde 2 fertig, kann ich eigentlich nochmal holen? Nee, man muss immer Dreamorgamon ansprechen, okay. Danke für deine Hilfe, hier ist dein Lohn. 5 von 5 gestiegen, super. Ich weiß gar nicht, ob der mal größer, kleiner wird, der Haufen, aber wir machen das einfach nochmal. Ja. Weil, wenn das ewig gehen würde, dann könnte man so sein Geld hier aufmotzen. Ich glaube nicht, dass das ewig geht. Ich glaube, wollen wir mal kurz was gucken. Ich glaube, dass das nach, weiß ich nicht, 5 oder 10 Mal fertig ist, dass wir da nichts mehr machen können. Und dass das auch so beabsichtigt ist, mit Stats dazu kriegen und auch Geld. Da ist ja auch immer schwieriger wird das Spiel. Es wird ja nicht einfacher. Und ja, mal gucken. Weggeschafft und wieder zurück. Aufpassen, nicht dagegen laufen. Wäre schlecht. Oh, Greymon muss schlafen. Okay, dann gehen wir das noch ab und dann kann Greymon schlafen. Und der Haufen wird, glaube ich, kleiner, so wie es aussieht. Also das ist schon mal gut. So, Greymon, dann schlaf erstmal eine Runde. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann.